Om Namah Shivaya. Liebe Yoga-Übenden, liebe Yoga-Lehrende, ich wollte ein kleines Update geben, wie es mit den Yoga-Vidya-Ashrams und Yoga-Vidya-Zentren momentan bestellt ist. Am letzten Mittwoch wurde ja beschlossen, Lockdown-Light, was insbesondere für die Gastronomie, die Fitnessbranche, für Kunst und Kultur hieß, alles geht nicht. Und dieser Lockdown-Light betrifft natürlich auch die Yoga-Vidya-Zentren, Yoga-Vidya-Ashrams, alle Yoga-Studios, alle Yoga-Lehrende und damit auch alle Yoga-Übenden. In jedem Bundesland sind für Yoga die Regelungen etwas unterschiedlich. Und für die Yoga-Vidya-Ashrams heißt das, in Bad Meinberg sind Ausbildungen, Weiterbildungen, Fortbildungen möglich. Alle anderen Seminare und Individualgastprogramme vor Ort sind annulliert. Momentan haben wir vielleicht 10% der normalen oder der maximalen Teilnehmerzahl. In den Ashrams im Westerwald, Nordsee, Allgäu gibt es andere Corona-Verordnungen. Bildungsveranstaltungen sind dort möglich. Die örtlichen Ashrams haben beschlossen, den Seminarbetrieb aus Verantwortungsbewusstsein nur eingeschränkt stattfinden zu lassen. Und so finden je nach Ashram nur jedes zweite oder dritte Seminar statt und keine Individualgastprogramme. Die Ashrams nehmen auch nur ein Viertel bis zur Hälfte der möglichen Besucherzahl auf. Westerwald hat den meisten Platz noch. In allen Ashrams finden morgens und abends Friedensmantras, Satsangs, Friedensrituale statt. Und so schicken wir Lichtenergie, Friedensenergie überall hin. Was wir in Yoga-Ashrams machen, ist ja nicht nur das Unterrichten, sondern Friedensenergie verbreiten, Lichtenergie verbreiten. In die meisten Yoga-Vidya-Stadtzentren haben momentan keine Präsenz-Yoga-Kurse und Yoga-Stunden. Manche haben Präventionskurse, manche haben Einzelunterricht. Die Yoga-Lehrerausbildungen finden zum Teil online, zum Teil live präsent, oft beides gleichzeitig statt oder parallel statt. Eine Info für alle Interessenten an Yoga-Lehrerausbildungen: Die Ausbildungen ab Januar sollen stattfinden und je nach Corona-Situation werden wir das flexibel machen als Präsenzausbildung, als Live-Online oder auch Kombi, je nachdem, was die Teilnehmenden wollen. Wir haben unser Live-Online-Angebot bei Yoga Vidya noch weiter ausgebaut. Wir haben viele Seminare, Ausbildungen, Weiterbildungen, Kurse und Workshops. Das findest du auf yoga-vidya.de/live-online. Und was das örtliche Stadtzentrum anbietet, findest du auf der Seite des betreffenden Stadtzentrums. Wir bitten um Spenden und brauchen auch Spenden. Bei dem jetzt eingeschränkten Seminarbetrieb haben wir erheblich mehr Kosten als Einnahmen. Durch Spenden können wir alles aufrechterhalten. Und danke für die vielen Spenden, auch die letzten Monate. Gerade im April, Mai, Juni hatten wir ja sehr viele Spenden gehabt. Die letzten Monate etwas weniger, aber immer noch erheblich mehr als in normalen Jahren. Und jetzt brauchen wir sie wieder ganz besonders. Danke, danke, danke für alles, was du spenden kannst. Wir hoffen, dass wir ab 30. November wieder einen Seminarbetrieb haben können, wie er bis Mitte Oktober möglich war. Und mach tun alles dafür, dass wir verantwortungsbewusst damit umgehen. Und wir würden uns freuen, wenn wir dich wieder im Dezember, Januar bei uns sehen können. Besonders wichtig in dieser Zeit aber, übe und praktiziere gerade jetzt mehr Yoga, mehr Meditation als vorher. Verbreite Schwingung von Frieden, von Mitgefühl und Gelassenheit. Yoga will uns Energie geben, Yoga will uns Freude schenken, Yoga will uns Zugang geben zu unserer tiefen inneren Wirklichkeit, zu einer höheren göttlichen Wirklichkeit. Und als Yoga-Übende wollen wir Vertrauen ausstrahlen, wir wollen Freude ausstrahlen. Gerade in dieser jetzigen Zeit gilt es zu zeigen, unabhängig von dem, was äußerlich ist, wollen wir Frieden, Freude und Gelassenheit erfahren. Alles Gute dir.
Bleibe gesund und spüre göttliche Gegenwart. Om Shanti, Om Frieden.